Liebe Freunde der Gerechtigkeit, ich begrüße euch zur heutigen Sondersendung mit Professor Sucharit Bhakti. Ich muss ihn nicht vorstellen. Lieber Sucharit, vielen herzlichen Dank, dass du mir die Ehre machst. Du bist einer der weltberühmtesten Infektiologen und du hast in einer sehr, sehr wichtigen, entscheidenden Phase der Menschheit den Mut gefunden, das Richtige zu tun. Du hast dabei deinen ganzen Ruf, dein Renommee, dein ganzes Lebenswerk für die Menschheit aufs Spiel gesetzt und damit Hunderttausenden, wenn nicht Millionen Menschen schlichtweg das Leben gerettet. Und dafür bin ich dir unendlich dankbar. Lieber Sucharit, lass uns bitte zum Thema kommen. Es geht um diesen Samstag, der 11.11. ist der 11. November. Es findet ein Symposium im Deutschen Bundestag statt und du wirst dort auftreten und du hast brisante neue Erkenntnisse, die spielentscheidend sein könnten. Lass uns darüber sprechen. Um was geht es genau? Ja, danke schön, Jan. Ich habe keine neuen Erkenntnisse. Es sind neue Erkenntnisse zutage getreten und diese Erkenntnisse haben andere gewonnen. Ich berichte nur darüber in verständlicher Form, sodass die Menschen verstehen, jetzt geht es um die Wurst. Es ist ein Game Changer entdeckt worden. Und das will ich im Saal erklären. Entdeckt hat es ein Amerikaner, Genforscher, einer, der wirklich ganz vorne steht. Und was er getan hat, ist, er hat entdeckt, dass in diesen Impfstoffchargen Bakterienchromosomen sind. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, die verpackt sind, so dass, wenn sie gespritzt werden in dich, deine Zellen diese Fremdchromosomen aufnehmen werden. Du bist genverändert, Jan. Und jeder, der das mit sich machen lässt, ist genverändert. Wie lange das bleibt, weiß ich nicht. Aber eine Sekunde genverändert zu sein, ist schon eine Sekunde zu viel. Und es gibt absolut schlüssige Beweise, dass immer das Gen, das aufgenommen wird in diesem Bakterienchromosom, ist das Gen für die Produktion des Virus-Spikes. Jetzt muss man einfach so vorstellen, ja, diese mRNA-Impfstoffe, das sind Abklatschpräparate von Abklatsch aus dem Buch des Lebens von Chromosomen. Das ist DNA. Ja? Wenn DNA gebraucht wird, wird das Buch des Lebens geöffnet, dort wo das Rezept ist. Dann wird ein Abklatsch gemacht und dieser Abklatsch ist mRNA und geht raus zur Bäckerei, wo der Kuchen gebacken wird oder das Protein gemacht wird. Okay. Dieses Protein, in diesem Fall Spike, wird dann zur Schau gestellt auf die Fensterbank. Und wenn das Protein zu dir gehört, dann wird die Zelle, die das macht, in Ruhe gelassen. Ja, wenn man aus dem eigenen Buch des Lebens ein Abklatsch macht und ein Produkt, dann ist es in Ordnung. Wenn aber das Produkt nicht von mir stammt und ich stelle das Produkt auf die Fensterbank, dann kommt das Immunsystem und bringt diese Zelle um. Immer. Mhm. Es gibt kein Entkommen. Das ist das Immunsystem. Und diese Gabe ist gegeben bei der Geburt. Jedes Baby macht das. Ja, es kann beim Baby ein paar Tage länger dauern als bei dir und bei mir, aber es kommt. Es ist wie Transplantatabstoßung. Du bekommst meine Niere, du stößt meine Niere ab. Sofort, das dauert nicht so, das dauert Tage. Ne? Aber es geht. Wenn du den Frevel begehst, meine zweite Niere noch zu bekommen, dann wird das noch viel schneller abgestoßen. Das sind wie die Nebenwirkungen. Ja? Nach dem ersten Schuss dauert es ein bisschen, bis du
schwer krank bist, aber nach dem zweiten, dritten Schuss wirst du immer schneller krank und immer schwerer krank. So, jetzt diese RNA-Präparate gegen Covid, das sind die ersten überhaupt in der Geschichte der Menschheit, die gemacht wurden. Und die Frage ist, wo kam das Buch des Lebens her, um diesen Abklatsch zu machen vom Virus? Und die Antwort ist, am Anfang hat die Pharmaindustrie und BioNTech, Pfizer, Moderna, die modernste Gentechnologie genutzt, weil was man machen kann heutzutage ist, wenn man nur eine relativ kleine Menge an solchen quasi Chromosomen braucht, ja, dann kann man sie herstellen in einem Kochtopf. Ja. Man kauft nämlich die Ingredienzien, schmeißt die in den Topf und dann drückt an und dann wird computergesteuert, wird dieses Rezept gemacht als DNA. Und dann kann man einfach einen Krabbklatsch machen. So. Und das hat BioNTech gemacht für 20.000 Menschen 2020, als die erste große klinische Studie gemacht wurde. Und die ganzen Behörden haben das bewilligt, ja, als Verfahren, das zu machen. Und dann ist das Ganze angeblich ein Erfolg gewesen. Das ist eine Lüge, es war überhaupt kein Erfolg, aber die haben die Zahlen gefälscht und haben gesagt, das wirkt. Ja, und dann haben sie grünes Licht bekommen, um Millionen von Menschen zu injizieren, dem Zeug. Aber es ist zu teuer, das Ganze im Kochtopf zu machen. Und deswegen sind sie hergegangen, hat die Natur wieder an den Plan gerufen. Bakterienchromosomen, die kann man übrigens kaufen, weil sie sehr klein sind. Ja, und sie sind sehr leicht. In diese Bakterienchromosomen, im Gegensatz zu unseren Chromosomen, kann man mit Gentechnologie tatsächlich neues Gen reinbringen. In das Buch des Lebens der Bakterien. Ja. Und dann tut man das zurück in die Bakterien, lassen die Bakterien sich vermehren und die vermehren sich, ja, wie wild. Aus einem Bakterien in 3 Tagen hast du so viele Bakterien, die kannst du gar nicht mehr zählen. Ja. Und diese Bücher, die vermehren sich auch mit dem fremden Gen, was reingetan wurde. Die holst du raus aus den Bakterien, ja, machst auf an der richtigen Stelle, macht die Abklatschpräparate und das wurde den Menschen gegeben. So, und das Wunderbare ist, ja, dass die Pharmaindustrie, Pfizer, BioNTech und Moderna, haben diese andere Herstellungsmethode genommen, ohne die Menschen davon zu unterrichten. Und die Behörden haben zwar gewusst, haben sie aber trotzdem durchgewunken als genehmigt. Ja. So, das Problem ist, wenn du sowas machst, ja, und du hast Bakterienchromosomen, neben den Abklatsch der Kopien, dann musst du diese Chromosomen entfernen, bevor du dein Produkt reinsteckst und dann in den Körper gibst. Sonst geht das mit. Und das ist das, was McKernan entdeckt hat. Und er hat gesehen, dass diese Impfstoffchargen, die er untersucht hat, das war Anfang des Jahres, voll waren mit Bakterienchromosomen, die so verpackt waren, dass sie in deine Zellen gehen werden und dann langlebig sind natürlich. Ja? Langlebig, das sind Chromosomen. Und du bist genverändert. Und am Anfang haben die Deutschen gesagt, ja, aber das war eine amerikanische Charge. Aber jetzt sind auf der ganzen Welt die gleichen Befunde erhoben worden, auch in Deutschland. In allen Chargen, die bis jetzt untersucht wurden, wurden massenhaft Bakterienchromosomen gefunden mit dem Gen für das Film. Und das erklärt natürlich sehr, sehr vieles, fast alles, warum es den Menschen so schlecht geht. Die haben Dauerbeschuss, die sind selbst zu Ziele für das eigene Immunsystem, von Kopf bis Fuß, je nachdem, wo das Gen landet. Im Gehirn, im Herzen, in der Leber, ich will. Jetzt,
Nachdem das bekannt geworden ist, Game Changer. Darf niemand mehr, nicht einmal Lauterbach darf das sagen, das ist sicher und wirksam. Weil jetzt ist bekannt, dass dieser Impfstoff so unsicher ist, dass der auf der Stelle verboten werden muss. Und wer, welcher Arzt dieses nochmal reinspritzt in irgendeinen Körper, muss wissen, dass er, wenn die Verunreinigung da ist, und bis jetzt war die Verunreinigung in allen 27 Chargen, die untersucht worden sind auf der Welt, wenn der Arzt nicht weiß, dass die Charge nicht verunreinigt ist und spritzt es mit dem Wissen, dass die Chance da ist, dass er einen Menschen genetisch verändert, Gott hilf ihm, steh ihm bei. Gott steh ihm bei. Und wenn ein Politiker, egal welche Farbe, immer noch die Impfung befürwortet und versucht durchzusetzen, Gott steh ihm bei. Und ich rufe auf am Samstag, dass Politiker über alle Parteigrenzen hinaus aufstehen und sagen, jetzt erfüllen wir unsere Pflicht bei unserem Volk. Wir werden sie schützen davor, dass sie genetisch verändern. Und wer das nicht tut, da kann ich nur den Kopf schütteln, wenn natürlich die Menschen immer noch diese Menschen wählen, dann sind sie selbst schuld. Ich rufe aber auf, lass uns nicht mehr einander bekämpfen. Die Spaltung ist so tief, die Gräben sind so tief. Und jeder kann jetzt, das ist das Positive, und ich ende mit dieser positiven Note. Es war bislang nicht bekannt, dass dieses Verbrechen begangen war. Das ist ja ein Verbrechen, das offensichtlich organisiert war an höchster Stelle. Und da waren die Behörden mit dabei. Sie sind dran, die Behörden sind jetzt dran. Das ist Paul-Ehrlich-Institut, das ist Robert-Koch-Institut, das ist das gesamte Bundesministerium für Gesundheit Deutschland und der anderen Länder. Aber die anderen, auch die Ärzteschaft, die sind unschuldig. Die konnten es nicht wissen. Die Bevölkerung ist total unschuldig und die anderen Politiker sind auch unschuldig. Denn das hat niemand gewusst. Das ist das, was ich sagen will. Vielen lieben Dank, Sucharit. Ich fasse das ganz, ganz kurz zusammen. Gell? Also es ist, ich will es auf einen wichtigen Punkt bringen, es ist die letzte Chance für alle, die daran beteiligt sind, ihren Kopf aus der Schlinge, sprichwörtlich aus der Schlinge zu ziehen. Weil ihr könnt jetzt argumentieren, wir haben es nicht gewusst, aber nach diesem Samstag, nach dem 11.11. werdet ihr nicht mehr so argumentieren können. Und ja, es ist also die letzte Chance, um die Seiten zu wechseln, zu uns zu kommen, weil diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das ist eine Handvoll Menschen, das sind ganz wenige, und mit denen wollt ihr, glaubt mir, mit denen wollt ihr nichts zu tun zu haben. Habe ich das richtig zusammen auf den Punkt gebracht? Genau so. Okay. Dann, liebe Freunde der Gerechtigkeit, liebe Freunde der Wahrheit, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Versucht, dieses Video so weit wie möglich zu verbreiten. Ihr könnt es auch runterladen auf TikTok oder auf X oder auf YouTube, auf Facebook, überall hochladen, auf euren Telegram-Kanälen oder einfach teilen, wie ihr wollt. Der 11.11.2023 wird ein wichtiger Tag sein und ihr könnt dazu beitragen. Vielen Dank. Und auf ein nächstes Mal. Lieber Sucharit, ich bedanke mich nochmals und tschüss. Tschüss.